Hallo Leute, heute reden wir jetzt mal über die Krankheit ALS, auch genannt die Muskelkrankheit. Heute werden wir darüber ein wenig labern. Das ist eine Krankheit, die kann eure komplette Nervenbahn und Laufbahn beschädigen, wie zum Beispiel in die Füße, also hauptsächlich in die Muskel. Die Nervenbahn wird dadurch beschädigt. Und was noch dazu kommt, dass die Motorik, wenn man diese Krankheit hat, ist auch beeinträchtigt. Also die Motorik funktioniert auch nicht mehr ganz so gut, weil die Muskelbahn und die Nervenbahn werden durch diese Krankheit beschädigt. Und die Krankheit bricht zwischen den 50. und 70. Lebensjahr aus. Und nur ganz selten sind auch jüngere Leute betroffen. Und die Krankheit hat auch nichts mit Pleurose zu tun, da ist ja eine andere Nervenkrankheit. Deswegen hat die nichts mit ALS zu tun, weil das sind zwei verschiedene Krankheiten, wollte ich kurz nochmal gesagt haben. Auf jeden Fall, ALS ist eine Muskelkrankheit und davon gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Krankheiten. Es gibt sehr, sehr viele Namen dazu, also es gibt sehr, sehr viele Benennungen dafür und viele Arten davon, deswegen hat auch jede Art einen Namen und die Krankheit ist ja, soweit ich weiß, sehr selten. Und wie schon gesagt, kann die Muskelbahn für das ganze Leben beschädigen, weil diese Krankheit ist unheilbar. Habe schon mal bei den Eisbacken-Challenge mitgemacht vor einigen Jahren. Und diese Krankheit ist ja, wie gesagt, leider unheilbar. Die Forscher und die Wissenschaftler sind noch dabei, für dagegen irgendwas zu suchen, wo man dann solche Personen auch vielleicht sogar heilen kann. Auf jeden Fall, wenn man diese Krankheit hat, es gibt auf jeden Fall eine Form von Behandlung, Form von Tablette. Und deswegen kann man mal so stehen lassen. Und wie schon gesagt, ist eine Muskelkrankheit, also eine Nervenkrankheit, die das ganze Nervensystem beschädigen kann. Und ja, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren sagen, wie ihr das so findet. Habt ihr die Krankheit erstmal so ganz oberflächlich erklärt, auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Krankheit. Und habe in die Beschreibung mal bestimmt einen Link von dieser Seite hier jetzt mal verlinkt. Wenn ihr euch noch weiter über diese Krankheit informieren wollt, über diese Muskel-Nerven-Krankheit. So, wenn ihr weitere Fragen habt über das Thema, könnt ihr dann gerne unten das in die Kommentare stellen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.